müsste aber hinkommen. Dann war da Fonte. Da ist er doch, Fonte. 1:1. Kein Bock hier nochmal zu gucken, wo ich runtergehen kann. Also dann muss ich sowieso wieder Coins ausgeben. Hat keinen Sinn. Können diese Token nochmal einsetzen hier. Extra für krasse Spielertypen. Keine Ahnung. Oder für Packs eben. Und dann würde ich sagen, Wundertüte ist gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten, na, das läuft hier auch aus. Das müssen wir auf jeden Fall viele davon machen. Dann haben wir die Quali. Die anderen Spieler können wir alle danach machen. Nee. Den und den müssen wir machen auf jeden Fall. Die Packs werden wir öffnen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo Wundertüte da heißt es da. Machen wir erstmal Spielerwahl 75er Plus. Sonst sitzen wir hier noch ein Jahr. Können wir hier schon mal ein bisschen anfangen. Brauchen wir hier wieder drei seltene? Ja, sowas immer. 10,25. Nice, können wir so abgeben. 60er Chemie, 83er Rating. Komm, 1:1 hier bei der Wundertüten-SBC auf die Chemie und Rating. Können wir so abgeben. 24 Minuten haben wir noch. Noch rechtzeitig geschafft. Haben jetzt noch genug Zeit, um uns kurz das Team anzuschauen. Nochmal ein bisschen zu überlegen, was wir da machen können. Um 19 Uhr kommt da auf jeden Fall noch eine neue SBC, neuer Content. 19 Uhr kommt natürlich neuer Content. Ja, das muss ich noch fertig erspielen. Noch 17 Tage. Die ersten, das sind 5. Die ersten 7 habe ich aber schon fertig von den Tokens. Und ich habe Ferdinand mitgenommen. Als nächstes will ich das mittlere oder das Baby-Icon mitnehmen. Dann noch das 82er Plus, wo Champions-Partien hier nochmal gewinnen. Und dann bekommt man hier auch noch einen Token. Das darf nicht vergessen, 17 Tage dafür Zeit. Ich glaube, dass auch die Quali dazu zählt, keine Ahnung. Hier noch 40 Games und dann haben wir, ja, seltene Spielerpacks, gar nicht mal so bad. Ultimatives Pack, das dauert da auf jeden Fall noch eine Weile. 140 Games müssen wir noch zocken. Gibt es hier nichts Besonderes. Coop-Modus zocke ich nie. Kommt es hier trotzdem auch nicht die besten Packs, muss man ehrlich sagen. Ja, League A-Spieler kann man sicher spielen. 47 Tage ist jetzt nicht so nice. Erinnert mich ein bisschen an Fekir. Aber wahrscheinlich auch nicht ansatzweise so nice wie Fekir. Fekir hat mehr Dribbling. Wobei Fekir bei mir richtig, richtig schlecht war. So aus 100 Partien habe ich mit denen 30 Tore erzielt. Es ist so bad und 30 Vorlagen ungefähr. Ja, der ist vielleicht nice, aber du musst hier auf jeden Fall schon sehr, sehr viel zocken. Für den Franzosen. Und du musst hier ein Stück 10 Games auf jeden Fall mindestens zocken. Ist aber gar nicht mal so viel. Also 30 Tore erzielen, sehr, sehr einfach. 20 Tore vorbereiten. Das kenne ich auch alles aus dem letzten Jahr. Die haben es eigentlich 1:1 beibehalten. Dann hier League A-Spieler ist immer nice zu haben im Team. Flankenvorlagen sind gar nicht mal so schwierig. Das bekommt man schon irgendwie hin. Und man muss nicht mal die Partien gewinnen. Es ist ja sogar das Nice hier. Außerhalb vom Strafraum Tore erzielen. Und ansonsten, hier 10 Partien musst du gewinnen. Das ist klar, das ist Voraussetzung. Es wäre auf jeden Fall nice, wenn man die ersten 10 Games einfach gewinnt und dann hier die SBCs dann irgendwie so schnell wie möglich abschließen kann. Weil ansonsten sitzt man da schon sehr, sehr lange. Für so eine Karte weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Und den habe ich fast übersehen. Die sind alle irgendwo versteckt. Das ist so, so dumm gemacht von EA. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen einfach, dass wir die Karten übersehen. Keine Ahnung. Winterwunder. Ja, das ist der Freundschaftsspielmodus. Ich muss eh ein paar Freundschaftsspiele zocken für ein ultimatives Pack. Nee, für ein seltenes Spielerpack. Das wird dann auch wahrscheinlich dauern. Für ein seltenes Spielerpack, das man sich gefühlt sehr, sehr schnell erspielen kann. Das hier ist mein Team. Den möchte ich natürlich noch abschließen. POTM Bundesliga-Spieler Davis. Dann hier einmal POTM aus der Premier League. Alexander Arnold. Keine schlechte Karte. Also, ich würde den auf jeden Fall nicht als Rechtsverteidiger spielen, bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Der hat viel zu wenig Beweglichkeit für einen Rechtsverteidiger, meiner Meinung nach. Auch defensive Stats, wobei die defensiven Stats sind gar nicht mal so bad. Stärke weiß ich gar nicht, muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Pässe sind nice bei dem. Pace fehlt auf jeden Fall. Und deswegen spiele ich ihn als Innenverteidiger. Keine Ahnung, vielleicht ist er am Ende, also von den Pace Stats hat er ungefähr so wie Kimpembe. Und der müsste sich wahrscheinlich sogar schnell spielen lassen als Innenverteidiger. Ich möchte es mal ausprobieren. Im letzten Jahr hat es funktioniert. Sehr viele haben hier mit einem Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung gespielt. Und vielleicht klappt es. Keine Ahnung. Wenn wir den abgeschlossen haben, kommt er auf jeden Fall auf 7er Chemie. Wir müssen natürlich hier mit den Allison gehen, damit er hier Full Chemie hat. Und Allison ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Keeper.
Dann haben wir hier nochmal neue Wildcards. Die möchte ich endlich mal ausprobieren. Ich habe hier jetzt 1,5 Wochen schon nicht gezockt. Deswegen spiele ich hier gerade mit Karten, die es gefühlt vor einer Woche gibt. Der soll nice sein, habe ich sehr, sehr viel gehört über diese Karte. Ein sehr, sehr robuster Spieler. Hat überall, fast überall außer Elfmeterschießen Werte auf den grünen Stat. Mbolo, Stronglink zum Sau. Und ja, Pace hat er. Beweglichkeit ist ein bisschen zu wenig, auf jeden Fall viel zu wenig. Den gibst du irgendwelche Push-Karten, dann wird Beweglichkeit auch irgendwie noch in Ordnung gehen. Ansonsten, ich mag es auf jeden Fall mit Stürmern zu spielen, die Physis-Stats haben. Er hat Physis-Stats. Sehr, sehr nice. Für mich sogar sehr, sehr wichtig. Ich komme mit solchen Karten sehr, sehr gut zurecht. Die ein bisschen Pace haben, die dribbeln können. Stärkewert hat er im 90er-Bereich sogar. Sehr, sehr nice. Und Abschluss-Stats gar nicht mal so bad. 4 Sterne, schwacher Fuß. Sehr, sehr wichtig. Leider anfällig für Verletzungen. Muss man schauen. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht werde ich ihn auch 90 Minuten durchgehend spielen lassen. Aber ich glaube, dass mit der Ausdauer, wobei der hat 88 Ausdauer, muss man gucken. Wenn er sich tatsächlich nicht allzu häufig verletzt, dann können wir den auf jeden Fall das ein oder andere Spiel vielleicht so 70 Minuten mindestens zocken und dann vielleicht mal einen Sub irgendwie einwechseln. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht zum Ausprobieren, finde ich. Und die kosten alle nicht so viel. Der hier hat nochmal ein Upgrade bekommen, gefühlt vor ein paar Wochen. Der war schon anfangs an sehr, sehr nice vor den Upgrades. Ja, und so geht's auf jeden Fall klar. Und der hat mir schon gefallen, also der war so, so nice. Als ich ihn das letzte Mal gezockt habe, einer der besten Rechtsverteidiger, die ich bisher überhaupt gezockt habe, Pedro Porro. Wenn ihr den mitgenommen habt aus den Zielenaufgaben, empfehle ich ihn auf jeden Fall euch, weil er ist wirklich nice, der ist wirklich nicht schlecht, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der hat ordentlich Pace und defensive Stats, ja wirklich solide Stats in der Defensive, Pace hat der. Und der zockt sich am Ende sogar besser als die Stats hier auf der Karte. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen, den Spieler aus der portugiesischen Liga, damit hier Adel Tarabt auf 10er Chemie kommt. Und der ist sehr, sehr nice. Keine Ahnung, warum diese Karte 13,5k kostet. Wobei, eigentlich kann man den auch gar nicht gut verlinken. Der hat aber einen Link zu den Rafa eben, den wir hier auch im Team haben. Und ich finde ihn nicht schlecht. Probieren wir mal aus. 4 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Skills. Wobei ich bin nicht der Skillspieler, aber auf jeden Fall nice mit der Beweglichkeit, mit den Dribbeln. Pace fehlt ihm so ein bisschen, aber alles andere kann er eigentlich. Sogar Defense kann er. Muss er nicht unbedingt können, Defensen, aber kann er. Und das ist sehr, 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 sehr nice. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel davon profitieren. Und ist bestimmt ein nicer Spieler. Ich habe sehr, sehr viele positive Sachen über diese Karte gehört. Deswegen gespannt drauf. Ja, Rafa haben wir lange nicht gezockt, habe ich überhaupt gar nicht gezockt, lange Zeit. Und ja, würde ich sagen, probieren wir den aus, der hat einen Stronglink, wie gesagt. Diese Icon habe ich hier fertig abgeschlossen, Ferdinand. Und das ist eine geisteskranke Karte. Ich habe ihn bis jetzt nicht gezockt, aber sehr, sehr, sehr viele Streamer können ihn eigentlich nur empfehlen. Und ja, die Stats sehen nice aus. Und es ist eine Icon, es ist ein Innenverteidiger. Und ich gehe gerne mit Innenverteidigern, wenn es Icons sind vor allem. Also bei mir gibt es eine Schwäche und das ist eigentlich Defensive. Also in der Defensivarbeit, da mangelt es ein bisschen bei mir. Also defensiv stehe ich meistens irgendwie nicht immer perfekt, da sind die Lücken immer irgendwie frei. Teilweise liegt das aber auch an die Spieler. Und bei Ferdinand glaube ich, der gewinnt die ein oder anderen Tackles mehr, auf jeden Fall. Also bisher... Der beste Innenverteidiger, den ich je gespielt habe, ist Varane. Dann kommt Kimpembe. Oder vielleicht ist sogar Ferdinand besser als Varane und besser als Kimpembe. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gezockt. Werde es irgendwie noch rausfinden in den nächsten Partien, die wir zocken werden. Und er ist gar nicht mal so bad. Mal gucken, Beweglichkeit, Dribbling. Ich weiß nicht, ob Dribbling so wichtig ist. Muss mal gucken, ein bisschen Push-Stats und dann müsste es eigentlich klar gehen. Und wir müssten sogar auf 100 Chemie kommen. Also wenn wir diese SBC-Karte fertig abgeschlossen haben, dann noch den Davis. Müsste eigentlich klar gehen. Okay, wir gehen aber jetzt erstmal zu Squad-Building-Challenges. Was da kommt? Etebo war Kainz. Und der Kainz ist sehr, sehr wichtig. Aber ich sage euch ganz, ganz ehrlich, den können wir ausprobieren. Der würde eventuell als Sub passen. Im letzten Jahr kann ich mich noch ganz, ganz gut erinnern. Es wäre halt noch besser gewesen, wenn es eine ZOM-Karte ist. Mittlerweile spielt der eben als Links-Mittelfeldspieler. Aber 5 Sterne schwacher Fuß ist gar nicht mal so bad. Der braucht aber ordentlich Pace, bin ich ganz ehrlich.
85 Pace ist für FIFA-Verhältnisse sehr, sehr wenig. Aber dafür hat er Beweglichkeit, der Dribbling. Gar nicht mal so bad. Ein bisschen Physis-Stats hat er auch. Ja, kann man ausprobieren. Wieso nicht? 84er Team. Kann man machen eventuell. Ist nicht ein Muss. Weil er hat garantiert auch seine ein oder anderen Schwächen. Team of the Week Spieler, Bundesliga Spieler, 84er Rating, 75er Chemie. Das alles müsste irgendwie machbar sein. Kann man auf jeden Fall abschließen. Ich werde auf jeden Fall noch drauf warten. Wenn wir die Weekend League zocken, am Sonntag vielleicht nochmal streamen. Dann werde ich den eventuell schon fertig abgeschlossen haben. Oder im Stream abschließen, gucken wir. Sonst bringen die immer 2, 3, 4 Karten raus. Aber jetzt so langsam bringen die ein bisschen weniger. Und ich finde es ehrlich gesagt auch besser, wenn die hier auch nicht übertreiben. Was sie noch dazu gebracht haben, habe ich gerade eben gesehen, ist diese Karte hier. Drafted, dein Team, bekomme ich einen Draft? Ah, Draft-Token, sehr, sehr wichtig, nehme ich gerne mit. Das können wir gerne machen. Dann können wir auch Draft zocken. Weiß nicht wann, beim nächsten Stream können wir gerne. Sonntag, glaube ich, nicht unter der Woche zocke ich eher gerne Draft. Das letzte Mal hatte ich ihn quit und dann konnte ich irgendwie Draft nicht zocken, keine Ahnung. Noch 6 Tage, speichere den mal rein. Ansonsten will ich eigentlich nur 2 SBCs machen heute. Und das sind ganz, ganz klar, die müssen wir aber auch machen. Den werde ich wahrscheinlich privat machen. Alphonso Davies will ich machen und Alexander Arnold. Für den brauchen wir 83er Team, Liverpool-Spieler, Team of the Week-Spieler, 75er Chemie. Einen aus der Premier League brauchen wir einen Spieler, Team of the Week-Spieler, 84er Rating mit 70er Chemie. Und wir bekommen natürlich auch noch tauschbare Packs. Aber die Packs sind natürlich nicht das Niceste. Und der Spieler ist eigentlich wirklich sehr, sehr nice. Alphonso Davies, was brauchen wir denn für diese SBC? Da gibt es auf jeden Fall mehr Voraussetzungen. Hier einmal Bayern München Spieler, Team of the Week Spieler, 84er Rating, 75er Chemie. Dann brauchen wir hier einen Bundesliga Spieler, 85er Rating, 70er Chemie. Und dann brauchen wir hier noch zum Abschluss Team of the Week Spieler, 86er Rating und 65er Chemie. Und ich finde es gar nicht mal so teuer, bin ich ganz ehrlich. Der ist bestimmt einer der besten Linksverteidiger in dem ganzen Game. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Coins auszugeben für diese Karte. Defensive Stats sind sehr, sehr solide, finde ich. Aber ich habe die normale Karte gezockt und die war auch ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hier nochmal eine bessere Version von denen, nimmt man auch gerne mit eigentlich. So, dann würde ich sagen, öffnen wir hier die 75er Plus Player Picks. Mal gucken, vielleicht ziehen wir einen von den Wildcards. Ja, immer wieder die gleichen Karten, aber Eriksen nehmen wir gerne mit für die eine oder andere SBC. Oh, Rating gönnen die uns. 88er Lukaku. Gar nicht mal so bad. Vielleicht ziehen wir hier eine Special Karte. Ich habe hier irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl. Let's go. Na, nur 80er Rating. Nehmen wir den mit. So, noch 4 Stück. Let's go. Ja, 84er Rating. Für die Ausbeute wirklich gar nicht mal so schlecht. Hier noch ein Walkout vielleicht oder eine Special-Karte. Eine von den neuen Event-Karten. Ja, 82er Rating. Für SBC-Futter bisher eigentlich ganz, ganz nice. Ja, Süle nehme ich gerne mit. Komm, hier noch eine nice Karte. Bisher noch kein Duplikat immerhin. Let's go. Ja, dann gehen wir mit 80er Rating. Wobei, können auch den mitnehmen. Nehmen wir 80er mit. Ja, okay, wir haben nur 7 Stück gemacht. Am Ende hätten wir vielleicht sogar noch besser gezogen, hätten wir 20 von denen gemacht.